Und wir sind zurück im Studio, wie versprochen, pünktlich 7.45 Uhr mit musikalischem Besuch von Mick Mason. Moin, schön, dass du hier bist. Moin. Ja, freut mich. Und ich muss sagen, ich habe mich auf das Interview sehr gefreut, weil du hast musikalisch eine sehr spannende Reise und eine sehr spannende Zeit, denke ich mal, hinter dir. Du warst in Nashville unterwegs, das ist ja eigentlich so die Wiege der Country-Musik, oder? Genau, ja. Also da nehme ich alle meine Songs auf. Ja. Und da fühle ich mich einfach wohl musikalisch. Ja, es ist wahrscheinlich auch so, wenn man jetzt als Hamburger, als deutscher Musiker nach Nashville kommt, ist wahrscheinlich erstmal so ein bisschen eine andere Welt. Du kennst es logischerweise schon. Ja. Aber es ist musikalisch einfach wahrscheinlich nochmal eine Nummer drauf und schwer zu vergleichen, oder? Mit Deutschland und Europa? Ja, also gerade in der Country-Branche natürlich. Da ist der Unterschied schon ganz gravierend. Mhm. Also man kann auch in Deutschland gute Aufnahmen machen, ganz klar. Aber in der Branche, in der ich mich bewege, da ist man schon dort besser aufgehoben. Die fühlen das einfach anders. Ne? Wie läuft das eigentlich ab, als du jetzt das erste Mal zum Beispiel drüben warst in den USA? Einfach mal rüberfliegen, Gitarre im Gepäck und an den Studios anklopfen? Oder bereitet man das ein bisschen vor und hat ein paar Kontakte, die einem dann die Tür öffnen? Ja, also ich habe ja schon, bin ja recht früh in meinem Leben schon nach in die USA gegangen und habe ja auch knapp 10 Jahre da gelebt. Mhm. Insofern haben sich da die Kontakte schon aufgebaut. Ja. Aber in Nashville kam der Kontakt eigentlich zustande durch andere Musiker, die ich auf der Welt kenne, aus dem Country-Bereich. Und die haben mich dann irgendwann mal weitervermittelt und dann hat man Leute kennengelernt. Und irgendwann ist man dann bei den Besten in der Branche gelandet. Und da bin ich auch sehr froh drüber und sehr dankbar, dass ich mit denen arbeiten kann. Und deswegen bin ich jedes Jahr eigentlich da, um neue Songs zu machen mit den Jungs da. Wie beurteilst du eigentlich so den Stellenwert von Country-Musik generell, auch in der heutigen Zeit, wenn man so die Mainstream-Musik mal nimmt? Also ich habe so viele spannende Musiker zu Gast gehabt in den letzten Jahren, auch aus dem Bereich Jazz, großartige Musikrichtungen. Ich bin selbst auch immer für Country-Musik zu haben, aber ich habe das Gefühl, es ist doch so ein bisschen abseits vom Mainstream, ne, in der öffentlichen Wahrnehmung. Also in Deutschland meinst du? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also in den USA ist es ganz anders. Da ist es so eingestuft wie Pop und Rock und Rap und das ist alles eins. Aber in Deutschland ist es natürlich eine Nische. Noch. No. Das ändere ich jetzt ja gerade. Genau. Das ist ja, der Plan. Ja. Und dazu braucht man zum Beispiel auch ein Musikvideo. Wir zeigen ja dann regelmäßig auch Einspieler von unseren Gästen. Du hast gesagt, du bist jetzt gerade dabei, ein Musikvideo zu planen und möchtest eins machen. Das ist natürlich auch relativ aufwendig. Also das macht man, wenn es gut wird, natürlich auch nicht von heute auf morgen. Nein, also das plane ich schon länger. Das ist jetzt geplant für den Sommer, die Aufnahmen zu machen für den Song Heart-Shaped Box. Und das ist jetzt gerade in einer vollen Planung und das muss einfach sein. Das braucht man und da freue ich mich auch sehr drauf. Und dafür suchen wir auch noch geeignete Darsteller. Das heißt, wir könnten ja hier einen Casting-Aufruf starten. Gerne. Wen sucht ihr? Jeden? Oder hast du irgendwie eine spezielle Vorstellung? Was ja, also für Leute? Die Protagonistin sollte eine Frau sein, die so ungefähr Anfang 20 bis Ende 20 ist. Mhm. Und es geht in dem Song darum, dass sie so eine Überfrau ist, so eine Göttin praktisch, die über allem steht und die unerreichbar ist. Das wäre die Protagonistin. Dann bräuchten wir noch einen dazu passenden Herrn, der dieser Frau verfallen ist, sozusagen. Okay, ja. Also wer da mitmachen möchte, moinmoin@hamburg1.de, da können Sie sich gern melden oder natürlich am besten direkt bei dir, mickmason.com. Bei Instagram bist du auch vertreten und schauen wir mal, wird dann eigentlich in Hamburg gedreht oder auch in Nashville das Video? Nein, das wird in Deutschland gedreht aus Kostengründen. Klar. Natürlich schöner in Nashville, aber das Budget müssen wir irgendwie auch im Rahmen halten. Auf jeden Fall. Heart-Shaped Box klingt für mich so ein bisschen nach Nirvana. Gab es da nicht? Genau, das ist eigentlich ganz interessant. Ich bin jetzt nicht so der große Grunge-Fan, auch nie gewesen. Es hat ja damals so die Stilistik abgelöst, in der ich mich eigentlich wohlgefühlt habe damals. Ich habe tatsächlich den Song geschrieben, ohne von dem Nirvana-Song zu wissen. Ach so. Das ist ganz interessant. Ich habe hinterher das erst erfahren und bemerkt, aber es macht auch nichts. Also es gibt ja immer wieder Songs, die den gleichen Namen haben. Eben. Und es gibt ja keine Verwechslungsgefahr zu dem Nirvana-Song. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen Musik von dir reinhören. Wir haben mal einen Einspieler vorbereitet. Das ist ein Konzertmitschnitt. Da gibt es mal so eine Idee davon, was du eigentlich so machst an Musik. Schauen wir mal rein. I've been drinking in the view, I got courtesy of you and your Bombay Sapphire eyes. I'm sober as a judge on Sunday, clear-headed as the man in the moon. Just tequila could talk, she knows all too well. Things that we've done, more fights lost, the
Searched the world 100 years and never did find you. I'd end up living by myself. I know that's what I do. Looking for. So, da gibt's schon mal eine Idee davon. Das war jetzt ein Konzert im Hammerpark. Genau, ja, das war hier in Hamburg. Ja. So, aber ist natürlich als Homebase dann auch natürlich immer gerne gesehen als Auftrittslocation, ne? Ja, auf jeden Fall. Wo bist du ansonsten unterwegs? Gibt es aktuell irgendwie eine Tour oder Konzerte, die man sich schon mal vormerken kann? Ja, also wir hatten jetzt gerade am letzten Wochenende ein tolles Open-Air-Konzert an der Ostsee. Ja. Das war wirklich sehr schön, perfektes Wetter, toller Blick und eine gute Stimmung. Es gibt jetzt in den nächsten Monaten noch einige weitere Termine, die sind natürlich alle auf meiner Webseite veröffentlicht. Und jetzt im Sommer gibt es auch wieder in Aschaffel ein Konzert in, ich weiß gar nicht genau, wie das Hotel heißt, aber es ist ja auf der Webseite auch zu sehen. Aschaffel, wo ist das eigentlich? Das ist bei Rendsburg. Okay, aber es ist ja von hier auf jeden Fall machbar. Ja, das ist eine Stunde entfernt. Okay. Und da ist auch die Stimmung immer super, also das kann ich nur empfehlen. Sehr gut, das hört sich gut an. Und jetzt haben wir so viel über die USA gesprochen und Nashville, da wollen wir jetzt natürlich mal ein paar Fotos zeigen. Du hast gerne. Mir ein bisschen was zugeschickt. Das können wir uns ja mal als Fotoserie anschauen und du kannst gerne so ein bisschen dann erzählen, was man da letztendlich sieht. Das ist das Fotoshooting, genau. Das war genau. Auch in Nashville, ne? Das war in Nashville, genau. Und das war mit einer Fotografin, die sich spezialisiert hat auf Country-Musiker. Ja. Die wusste also genau, wie man das so in Szene setzt. Und die Fotos benutze ich eigentlich auch recht regelmäßig jetzt. Ja. Ich finde auch, die Lichtstimmung ist genau getroffen, ne? Genau, das ist jetzt aus dem Studio Pentavarit in Nashville vor ein paar Wochen. Ja. Das war der Gig in Nashville, auch jetzt im April. Cool. Und das ist mein Freund Smith Curry. Ein sehr bekannter Pedal-Steel-Gitarrist, der auch die Produktion ein bisschen mit begleitet hat. Pedal-Steel-Gitarrist? Genau. Das ist erklär mal kurz, wie. Also, Steel-Gitarre habe ich schon mal gehört, aber Pedal-Steel? Was? Pedal-Steel ist, wenn man. Das ist praktisch eine liegende Gitarre, Die man im Sitzen spielt. Ja. Und man hat in der einen Hand hat man so eine Art. Ja, also wie so ein Metall. So ein Bottleneck irgendwie. Ja, nee, Bottleneck ist noch was anderes, ach so. Aber man hat so ein Bar, das ist so ein Metall. Zylinder kann man so sagen und damit bewegt man die Hand über die Saiten und mit der anderen Hand pickt man dann die Saiten mit so kleinen Fingerverlängerungen, wenn man das so ganz einfach ausdrücken will. Okay, sehr gut. Du spielst selbst Gitarre oder? Ich spiele auch Gitarre, ja. Ja, das ist also dein Instrument? Ich bin Sänger eigentlich. Ja, aber wenn ich, wenn es ein Instrument ist, dann spiele ich ein bisschen Gitarre. Passt natürlich auch am besten zur Country-Thematik irgendwie letztendlich. Ja. Wollen wir mal irgendwie in einen aktuellen Song reinhören? Was kann man machen? Bei Spotify gibt es was auf deiner Seite. Was wollen wir mal anspielen? Ja, wir können ja gerne mal vielleicht in einen neuen Song reinhören. Das ist HJ Box, die neue Single, die jetzt rauskommt. Die finde ich auch auf der Seite, oder? Nee, die gibt es ja noch nicht, den Song. Die habe ich aber geschickt. Okay, dann machen wir das so, dass wir erstmal einen anderen hören, würde ich sagen, und den gleich nachliefern. Ja, Kiss Me Tipsy vielleicht. Kiss Me Tipsy, der ist hier. Da hören wir mal rein. Sehr gut. Das ist auch die Radio Edition, steht dahinter. Genau. Gibt es noch andere dann logischerweise? Oder? Ja, es gibt natürlich noch Extended Versions, die dann auf dem Album sind. Ja. Aber die Radio Edition ist eigentlich die offizielle Version. Sehr gut. Klingt cool, muss ich sagen. Wir haben ja sowieso eine regelmäßige Rubrik. Am Freitag ist bei uns immer New Music Friday. Ah, Das passt also sehr gut. Wir unterhalten uns später aber auch noch über alte Musik. Wir haben nachher noch einen Plattenspieler parat. Wir haben hier eine Platte von Gunter Gabriel, Frankie's Curry Station und Oliver Onions. Naja. Dune Buggy. Aber dazu später mehr. Wir wollen deinen aktuellen Song hören, Hard Chap Box. Und das klingt so. Ich lasse noch ein bisschen laufen, ne? Gerne. What about rose petals on the stairway?
So, das ist die ganz aktuelle neue Single, Heart Shape Box. Genau. Sehr cool. Ganz neue Single, ist noch gar nicht veröffentlicht. Ja. Und zu diesem Song soll auch das Video entstehen. Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, wenn das Video abgedreht ist, komm gerne wieder mit dem Video. Gerne. Und dann gibt es das Interview 2.0. Das machen wir so. Super, Mick Mason live im Frühcafé. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und bei uns, liebe Zuschauer, gibt es jetzt noch einmal die aktuellsten Meldungen des Tages. Wie immer kurz und kompakt. Hier sind die Hamburg-Nachrichten.